Dorzen. Nein, Dorzen. Achso, Dorzen. 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 Nicht Tutentun. Nein, Tutentun nicht. Nein. Getutentut. Nein, das ist inakzeptabel. Inakzeptables Verhalten auf dem Benimmstuhl. Kennst du das? Nein. Kennst du das echt nicht? Nee. Kennst du das nicht aus diesen Sendungen, die immer so Anspielungen auf die Supernanny machen? Ja. Und dann meinen die immer, inakzeptables Verhalten, Benimmstuhl. Auch voll die Zicken, Alter. Kümmere mich mal um meine U-Bahn. Du machst eine... Oh Gott, das wird teuer. Hä, ja, wieso? Strecke steht? Oh, die Strecke steht schon, das ist gut. Ja. Ist ja nur so, als hätten wir nur 8.000. Deswegen kaufe ich auch nur zwei. Ich dachte schon. Herr Seufert, wir haben gleich kein Geld mehr. Ich brauche noch Fahrzeuge. Du hast schon eine U-Bahn-Linie? Nee. Krasse Scheiße. Da bin ich jetzt gerade am Machen. Warum machst du den Wendekreis so? Wieso nicht? Dass der über Kreuz geht. Bist du behindert? Das geht so oder so über Kreuz. Ja, aber so blockieren die sich die Züge erstmal gegenseitig. Ja, aber so viele Züge lässt ja drauf ja auch nicht fahren. Ja, aber wenn das passiert, dann hat es Verspätung. Sonst einfach, wir haben kein Geld das mehr. Das wird aber jetzt nicht passieren. Ja, und wenn es da passiert, dann sag ich, ja, ich hab's dir doch gesagt. Genau das werde ich dann zu dir sagen. So, Freundchen, ich brauche 4 U-Bahn-Züge. Ja, ich hab kein Geld. Nimm Kredit auf. Ja, mach ich. Du hast nämlich dieselben U-Bahn-Züge wie ich. Ich habe keine besonderen. Ich hatte nur diese zwei besonderen Straßenbahnen, die Größe XXL haben. Die so fett wie die Titten deiner Mutter sind. Kein Spaß. Guck, ich habe 2 U-Bahn-Züge. Da fährt er. Ja, ich kaufe mir jetzt... Da fährt mein U-Bahn-Zug, habe ich gesagt. Nicht genügend Geld. Na scheiße, ich brauche 18.000. Warum kaufst du die großen, Alter? Die werden sich rentieren. Ich habe jetzt erstmal die kleinen gekauft. Ja, okay, ich kaufe mir echt kleinen. Fick dich. Bei mir macht sich das nämlich auf der kleinen Strecke auf jeden Fall bezahlt. Bei mir würden sich wahrscheinlich die großen bezahlt machen, aber gut. Mal ausprobieren. Dann kannst du auch mehr kleine kaufen. Kannst du noch 2 kaufen. Hier, guck. Zack. Hey. Naja. Dann haben wir das schon mal, dann mache ich mich mal in die nächste Straßenbahnlinie. Ja, schmeiß ruhig noch mehr Geld zum Fenster raus. Aber gerne doch. Freut mich. Okay, nein, ich mache erstmal eine Buslinie, toll. Noch mehr Geld verschwunden. Wow, toll, super. Haben ja so viel. Wo sind nochmal die Finanzen? Oben links, du Schlaumeier. Achso. Ja. Ja. Ich würde gerne so ein... Achso. Nein, sind sie nicht. Ja, dann unten rechts, da bei Wirtschaft. Ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Na, dann ist ja alles gut. Angestellte. Wer braucht schon Angestellte? So, die Buslinie 1 ist wahrscheinlich nicht rentabel, das kann ich jetzt schon sagen. Aber die Buslinie 2 wird dann wahrscheinlich rentabel. Wartungspersonal. Nein, die Buslinie 1 wird rentabel. Lektoren, ich will keine Schwarzfahrer. Ich hasse Schwarzfahrer. Ist ja nicht so, als wärst du ein Schwarzfahrer oder so. Nein, ich habe ein Ticket. Natürlich! Was ist mit Überfüllung zulassen? Ja, wenn das Fahrzeug eine Kapazität von 100 hat, dann können da bei 100% Überfüllung 200 Leute rein. Aber den Fahrern musst du dann auch logischerweise mehr bezahlen. Dann mach ich mal 20%. Okay.
Ja, momentan lohnt sich das innen noch nicht so viel. Ich hasse volle Züge. Ja gut, aber es geht ja nicht um dich, es geht um... Ich hasse es im echten Leben, doch, es geht um mich. Es geht um meine... Diese Simulation spiegelt mein Leben wieder. Sag mal, wir hatten eigentlich unser ganzes Geld verbraucht. Hey, ich war das nicht. Natürlich nicht. Ich hab grad nur ein paar Kondis eingestellt, damit die noch mehr Geld holen. Ach so, okay. Da wir jetzt kein Geld haben, muss ich meine Buslinie irgendwie anders planen. Müssen wir gucken, was Gewinn macht und was Verlust, und dann je nachdem wird das. Ja, ich kann doch nicht mal eine Buslinie machen, ich habe kein Geld. Tja, Pech. Lass mal mit Fahrscheinpreise. Okay, dann machen wir sehr schnelles Tempo, weil dann. Ja, ich kümmere mich um die Fahrscheinpreise. Dann mach du mal die Fahrscheinpreise. Nein, das ist zu teuer. Mach mit dem Boot in andere. Okay, U-Bahn. Geht schon mal deutlich teurer. Ja, ich bin ja gerade am Machen. Boot machst du. Wie gesagt, bis zum Anschlag zu Orange. Ja, ich hab's jetzt. So gemacht. Ganz ehrlich, beim Boot mache ich echt bis richtig hoch. Weil Boot ist von Ding zu Ding. Uber muss generell auch teuer. Auch wenn bei uns in der Stadt alle Fahrkarten gleich viel kosten. Weißt du, was schön ist in einer armen Stadt? Weißt du, was das schön ist, in einer armen Stadt zu wohnen? Jetzt kommt's. Wenn man selber reich ist. Da unsere Stadt so arm ist, gehöre ich zu den wohlhabenderen Familien. Ja, kein Scheiß. Jetzt brauchen wir nur noch Geld. In Seufert habt ihr zwei Autos? Ja, natürlich. Wir haben sogar drei. Wir haben drei Autos. Und einer davon ist ein Oldtimer. Das muss man auch noch erwähnen. Über 30 Jahre alt, fast schon 40. Super. Ich kann es mir auch leisten, mal eben so für mir einen neuen Computer für 400 zu holen. Für 400? Ja, Windows 8.1, voll die geile Grafikkarte, Quad-Core-Prozessor. Ach, ja. Wie findest du eigentlich Windows 8.1? Habe ich noch nie benutzt, aber es soll scheiße sein. Ach so, ich find's klasse, muss ich sagen. Bei Windows ist das so, da kommt ein guter, ein schlechter, ein guter, ein schlechter, ein guter, ein schlechter. Finde ich auch, aber Windows 8 finde ich sogar gar nicht so schlecht. Windows 8 haben so viele am Anfang rumgemeckert, dass so viele Spiele da nicht gingen. Deswegen habe ich Windows 8 nie benutzt. Windows 8.1 weiß ich nicht, wenn scheiße, ja, gut, also die ganzen, ich Windows 7 drauf. Ja, das Problem ist halt AMD-Grafikkarte und Windows 8, weil das funktioniert nicht. Also, da funktionieren dann viele Spiele nicht drauf. Und ich habe leider diese Kombination, deshalb weiß ich das, aber naja. Deswegen kannst du viel nicht zocken. Armes Entschnäufert. Doch, ich kann sehr viele Spiele spielen, nur nicht die älteren. Das ist scheiße. Ich spiele gerne Retro-Spiele. Straßenbahn? Oh Gott, ich brauche mehr Straßenbahn. Oh, Leute! Nee, warte, dann mach ich's anders. Nein, brauchst du nicht. Du kaufst keine XXL-Straßenbahn. Nein, ich kauf sowieso keine Straßenbahn. Ich mach's das jetzt anders. Nee, das wollte ich nicht. Ich stell den Fahrplan der Linie 1 ein wenig runter. Und schon brauchen wir nur noch 6. Und, weiter runterstellen mag ich den eigentlich gar nicht, aber ich mach's mal. YOLO. Jetzt brauchen wir nur noch 6. Alter, warum werden auf... weißt du, ne? Ich war gerade mit den Fahrscheinpreisen fertig, ne? Da wird alles wieder grau und grün. Das regt auf. Weil wir könnten die rein theoretisch alle in den roten Bereich treiben, der früher oder später kaufen sind, sowieso. Und dann wird's wieder weiß. Ja, 4. Sehr schön. Ich liebe mich. Ja.
bei Wassertaxi scheiße ich drauf.